Morgen, heute ist Mittwoch und es regnet leicht. Die Nacht hat noch ziemlich stark geregnet. Und mal abwarten, wann wir loskommen. Erstmal bleiben wir noch im Zelt, ist noch erst 5:30. So, Zossen gepackt, Carsten seiner hoch, Abschlusszigarette, dann geht's los. Das Wetter hat jetzt aufgeklärt, Sonne zeigt sich ein bisschen. Naja, wird dann sicher ein guter Tag werden. Ist gerade kurz nach 9:30, also fast wie immer. 9.45 Uhr, wir starten. Also nicht viel später wie normal, jetzt kommt die Sonne wie gesagt raus. Auf Wiedersehen, Erden! Ein kleiner Anstieg früh hier. Geht gut los. Weserbergland. Jetzt wieder runter an die Weser. Straßen abgewandt. Sehr schön. Herrlich. Damit sind wir Höhe Flotow. Flotten Otto hier in Flotow. Wird gebaut, aber es gibt einen Behelfsweg. Sehr schön. So stellt man sich das vor. Immer umsichtig das Straßenverkehrsamt. Autobahn, Abfahrt Bad Hohenhausen Süd. Kleine Baustelle hier. Hier werden Wasserleitungen verlegt, aber wir haben ja Zeit. Dann kommen wir bald am Kaiser Wilhelm Denkmal vorbei. Ein paar Kilometer noch. Wetter ist jetzt super. Hier lacht schon wieder der Pilsener Teufel. Alle Sorten. Paderborner, Veltins, Karlsberg. So eine alte Krananlage, schöner Rastplatz wieder. So, ersten 10, 12 Kilometer haben wir weg. Ein bisschen die Sonne genießen jetzt. Läuft heute wieder wie geschnitten Brot. Eins der ersten Boote hier. Hat ganz schön zu kämpfen. Der Fernsehturm und linker Hand befindet sich das Kaiser Wilhelm Denkmal. Horta Westfalica. Ja, jetzt sind wir hier am berühmten
Kaiser Wilhelm Denkmal. Hochfahren wir jetzt nicht mit dem ganzen Gepäck, das muss nicht sein. Ja, da ist es. Unterhalb die Autobahn hier. Hier ist der Weserradweg. Drüben der Bahnhof. Da oben haben sie jetzt schön ausgerodet. Carsten guckt wegen Baumarkt, weil wir Gas holen wollen. Hat sich wieder ein bisschen zugezogen, aber noch kein Regen. Sehr gut. Da nochmal der Fernsehturm. Der Mindener Ruderverein. So, jetzt sind wir in Minden. Schön durch den Park hier der Weg. Herrlich. Durch die Altstadt hier. Naja, anderer Baustil hier. Fachwerkhäuser gibt es nicht mehr. Das ist Minden. So, sind wir hier in Minden. Erstmal einen Döner holen. Den werden wir dann unterwegs irgendwo essen. So, dann geht's dann wieder zum Weserradweg. Naja. Das war Minden. Wunderbar, Radweg hier wieder, richtiger Highway, Wahnsinn. Und hier erreichen wir das Wasserstraßenkreuz, das älteste Deutschlands, wurde mir eben gesagt in der Altstadt von einer Frau. Jetzt natürlich erstmal einen schönen Anstieg hier hoch. Oh. Oh. Wasserstraßenkreuz erreicht. Hier ist der Mittellandkanal. Hier ist es. Das älteste Kreuz Deutschlands. So, fahren wir mal rüber. So, damit sind wir am Wasserstraßenkreuz in Minden. Hier der Kanal, wie gesagt. Und unterhalb fließt die Weser durch. Das älteste Deutschland. Hinten nochmal Kaiser Wilhelm Denkmal. So, hier werden wir jetzt Mittagpause machen, Döner essen irgendwo, wo eine Bank ist. Ganz gemütlich. Und dann geht es weiter Richtung Nienburg. So, jetzt zuerst durch die alte Trogbrücke. Und hier ist die neue.
ist die Schleuse. Weserschleuse. Die Prinsenland läuft ein in die Schleuse. Ganz langsam und bedächtig. So, wir verlassen jetzt Wasserstraßenkreuz, weiter Richtung Petershagen, dann Stolzenau und dann schauen wir mal. So, geht hier ewig an der Weser lang, immer direkt am Wasser. Asphalt geht, ja. Kein Babypo-Asphalt, aber immerhin. Sieht aus wie ein nächstes Atomkraftwerk hier gemacht. Mal schauen, was das ist, wenn wir näher dran sind. Petershagen. Windmühlenzeit. So, heute seit Petershagen zum alten Bahndamm lang. Schön asphaltiert, immer geradeaus. Hier wird gearbeitet. In der Ortschaft Gissen gewesen, Nienburg-Weser-Kreis. Müssten wir also wieder in Niedersachsen sein, weil die Schilder sind jetzt auch alle wieder grün, die Ausschilderung am Fahrradweg. Kindermann. Ja. Auf einmal sind wir in Russland. Interessant. Mahlzeit. In der Kirche. Oh ja, viel sieht man nicht. Wir können wirklich bald auf kurz umstellen. Na, das ist es nicht.
26 Kilometer. Bist stolz noch? Nee. Weites Land jetzt, norddeutsche Tiefebene. Der Hafer sticht. Wo? Hier. Ah, das ist die Gerste. So, damit erreichen wir gleich Stolzenau. Hallo. Das ist erst Müssering oder so, der Ort. Stolzenau ist noch ein Stück. Das ist ein Kanal. Ja? Ja. Oder? Das ist die Weser. Sieht eher aus wie Kanal. Schlüsselburg. Alte Bauernhäuser hier. Scheunen. Whatever. Da fährt er. Das ist jetzt nicht die Weser, das ist der Schlüsselburger Kanal an der Schlüsselburger Schleuse. Da kommt gerade ein Ruderkahn rein. Stolzenau! Das ist Stolzenau hier. Kleines Örtchen. Mit Fernsehturm. Unsere täglich Gravel-Passage gibt uns. Interessante Wegführung. Überall gewarnt vor den Pollern. Auf dem Weg sehr umsichtig. Und hier machen wir erstmal noch eine Rast. Sonne. Oder? Wie man will. Kannst ohne Sonne, kannst in Schatten, kannst alles machen. Du bist ein freier Bürger. Oh, hier wird fleißig gearbeitet am Kieswerk, während Sachsen und Brandenburg Urlaub macht. Carsten wird das jetzt auch langsam warm, glaube ich. Oder? Dahinter geht es zum Kloster China. Oh ja, heute nicht mehr. Die Omi heute am Obi da. Was sagen Sie aber im Radio? Im Radio, der Weserradweg, der ist so schön. Die Omi beim Obi da. Der gewinnt immer. Wo ist denn Gewitter? Ja. Ich war auch froh, dass ich wieder jemanden zum Quatschen hatte. Boah, der Typ im Hainich. Ah ja, der Kneipe da rauskam. Ihr seid ja immer noch hier, du denn? Du bist doch auch noch hier. Ja, ja. Verstehen die Leute aber. Das fing ja schon an in der S-Bahn mit dem Typen da, den ich da hatte. Ja, ja. Hätte ich mal heimlich filmen sollen. Ah nee, sowas kannst du nicht machen. Das ist immerhin sowas. Die meint ja gar nicht böse eigentlich. Das wäre was für Sven wieder gewesen, der hätte sie nie eh nicht gekriegt, wie er vor Lachen. Nächste Kraftwerk gegenüber. Dann haben wir unser Ziel gleich erreicht. Thank you.
Hier sind wir heute untergekommen beim Wassersportverein Landesbergen. Ganz unkompliziert per Anrufcode für Toilette, Dusche etc. erfragt. Hier konnten wir unsere Zelte aufbauen, wo wir wollten. Direkt mit Weserblick. Hab meine Matratze da noch zum Trocknen liegen. Ich gehe mal mit euch vor an Steg. Wunderbares Plätzchen, so hatten wir uns das erträumt. Vom Feinsten. So, hier die Weser. Wunderbar. Herrlich. So, wir haben jetzt alles geklärt mit den Vermietern hier vom Wanderungsplatz. Kostet uns 30 Euro, super Leute. Hier musst du ja noch eine Flasche Kräuter verkauft. Die ist bei den 30 Euro dabei, wohlgemerkt. Ja, ja. Ne? Wir können duschen, Strom, übernachten, kochen jetzt. Gibt dasselbe wie gestern, ja, aber dann brauchen wir den Rest Nudeln nicht mitschleppen und was wir noch hatten an Resten. Ja, und dann morgen geht's Richtung Werden, wa? Kurz hinter Werden, ja. Kurz hinter Werden und dann übermorgen Bremen, ein bisschen angucken. Jo, so machen wir das.